So, wir sind jetzt eine Minute nach halb. Ich glaube, ich fange mal einfach an. Jo. Also willkommen alle zusammen. Ich sehe euch heute natürlich nicht. Ich freue mich aber trotzdem, dass ihr alle dabei seid. Ich werde heute euch ein bisschen was über die arabische Kalligraphie erzählen. Im Titel heißt es Arabische Kalligraphie heute. Weil einerseits werden wir natürlich ein bisschen die Geschichte durchgehen, aber ich werde euch auch ein bisschen zeigen, was man so heutzutage mit der Kalligraphie alles machen kann oder so macht. Und am Ende noch ein bisschen was, wenn ihr das dann selber lernen wollt oder halt selber kalligrafieren wollt. So ein paar kleine Tipps von mir. Und ja, also die Chat-Funktion ist jetzt schon bereits voll am Laufen. Ihr scheint auch gut damit umzugehen. Also ihr wisst, wo ihr drücken müsst, um was zu schreiben. Ich werde das aber, also ihr könnt gerne immer dazu eine Frage stellen oder wenn was auftaucht und nicht klar ist oder einfach, wo man irgendwas dazu sagen möchte, sehr gerne. Ich sage euch aber jetzt schon, ich werde warten bis zum Ende und dann können wir da nochmal durchgehen und dann beantworte ich eure Fragen sehr gerne. Ja, ich fange einfach mal an jetzt. So, also fangen wir mal bei mir an. Wer bin ich? Wie gesagt, mein Name ist Daniel Arap. Ich bin im Libanon aufgewachsen. Ich bin halb Libanese, halb Deutscher. Bin seit 2006 in Deutschland ungefähr und hier habe ich dann in Berlin Kommunikationsdesign studiert und jetzt bin ich hier in Berlin ja, Grafiker, Kalligraph, Künstler, habe mein eigenes Atelier. Ich habe mir ein bisschen meinen Namen gemacht, ein kleines Label unter dem Namen Colorblind Patterns und ja, ihr fragt euch bestimmt, wie es dazu kam, dass ich zu der Kalligraphie kam. Wie gesagt, ich bin halt im Libanon aufgewachsen, mit 12 Jahren Schule. Da habe ich dann natürlich das Arabisch schreiben und lesen gelernt. Bei mir fing das alles an mit Graffiti. Da hatte ich noch keine Ahnung von Design oder Grafik oder so. Da hatte ich mich noch nicht damit befasst. Aber mit Graffiti fing das halt an und da habe ich dann mich immer ausgetobt. Und war, ja, also im Dorf, sage ich mal so, bei uns im Libanon gab es auch nicht sehr viele Menschen, die das machen. Und so war ich dann quasi so der Graffiti-Typ. Und ein Kumpel von mir, seine Mutter, sie hat halt einen Imbiss gehabt im Dorf bei uns. Und da wollte sie halt so ein Angebot machen und dann wollte sie halt so ein Schild aufhängen mit dem Angebot. Sollte natürlich auf Arabisch sein. Und dann kam mein Kumpel reingerannt und hat ganz laut geschrien, Daniel, du kannst doch so gut mit Buchstaben umgehen und so, mach doch mal, schreib doch mal schnell auf Arabisch hier Angebot oder so auch immer. Ich habe das dann natürlich gemacht und die waren auch alle sehr happy damit. Ich persönlich habe aber richtig damit kämpfen müssen und es fiel mir so schwer und ich habe es ehrlich gesagt nicht gemocht und ich habe es dann gehasst und dieser Moment, der hat mich so angefixt, weil ich dachte, ich kann doch Arabisch schreiben. Wieso kriege ich das nicht hin, das schön zu machen? Wieso kriege ich das nicht so schnell und so locker, wie ich das sonst jetzt mit Graffiti gemacht hätte? Und dieser Punkt hat mich halt, oder dieser Moment hat mich so angefixt und ich bin tatsächlich am selben Tag gleich nach Hause gegangen und als ich zu Hause war, habe ich einfach angefangen, halt Arabisch zu schreiben nochmal und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Und ja, und das hat mich seitdem so richtig angefixt. Und bis heute schreibe ich immer durchgehend, die ganze Zeit. Beim Telefonieren bin ich nebenher am Scribblen oder beim Warten oder eigentlich im Prinzip jeder freie Moment, den man so für sich hat. Jeder macht halt das, was quasi ihm am nächsten liegt. Und bei mir ist es halt tatsächlich einfach ein bisschen rumschreiben und so. Kalligraphie selber habe ich jetzt nicht von einem Meister gelernt. Ich hatte jetzt leider keine Meisterschule oder so eine dedizierte Schule dafür. Ich habe mir das selber beigebracht durch Praxis und einfach machen und immer wieder und wiederholen. Und so habe ich mir das halt selber beigebracht. Jo, dann so viel zu mir. Ich komme mal zum Thema. Was ist überhaupt Kalligraphie?
Das Wort Kalligraphie ist griechisch, steht für Schönschreiben, beziehungsweise alles, was schön geschrieben wird, schön Schrift. Typisch ist natürlich mit Tinte und natürlich per Hand, weil es ja per Hand geschrieben ist. Benutzt als quasi als Stiftersatz hat man früher eine Feder benutzt, die war aus Bambus und die hat man dann zurecht geschlitzt. Und da hat man dann quasi diese scharfe Kante geschlitzt. Da konnte man dann selber entscheiden, wie breit die ist. Und das Besondere an dieser Feder ist, man kann, und das ist halt auch das Besondere an Kalligraphie, Buchstaben schreiben mit einem Effekt. Dieser Effekt, den seht ihr hier im rechten Bild. Je nachdem, wie ich den Winkel halte von der Feder, kann ich dann diesen Effekt erzeugen zwischen der breiten Seite von der Feder und der schmalen Seite. Also ich habe die schmale Seite, die auf dem Blatt kommt, und dann habe ich die breite Seite, wo ich runterziehe. Und da kann ich halt mit dem Winkel mich, quasi habe ich meinen Spielraum, aber ich schreibe mit einem Zug einen Buchstaben. Das ist halt sehr wichtig zu wissen, dass es mit einem Zug ist. Deswegen komme ich jetzt gleich zum nächsten Wort, zu Lettering, weil Lettering ist halt ein sehr modischer Begriff. Und das hört ihr bestimmt sehr oft gerade, mit Instagram auch und so. Kalligraphie ist nicht Lettering. Ihr seht das hier sehr gut. Links sehe ich ein Fa, also ein F auf Arabisch. So würde es aussehen, wenn ich das mit einem Kalligraphiefeder schreiben würde. Und zwar ist es halt mit einem Zug erzeugt. Rechts sieht man beim Lettering, ich kann genau dasselbe Effekt im Prinzip nachbauen, nachmalen. Aber ich brauche mindestens drei Schritte, um diesen Effekt zu bekommen, um diesen Unterschied zwischen dick und dünn. Das kriegt nur eine Feder hin. Da kriegt jetzt ein Stift, würde das halt nicht hinbekommen. Deswegen muss man das dann immer dazu addieren, die Formen. Ganz gut auch hier zu sehen ist links beim F, also beim F, ist der Punkt, die Raute, die da drüber ist. Das ist, ist quasi der Grundstein von den Buchstaben oder von der Feder, von dem Effekt, den die Feder erzeugt. Das ist einmal nur einmal ein Zug, ein Punkt, ein Strich sozusagen. Die Breite der Feder entscheidet dann, wie breit die Raute ist, beziehungsweise dieser eine Punkt. Ja, Kalligraphie ist natürlich nicht etwas jetzt, was nur arabisch ist oder nur für die arabische Welt quasi gedacht war. Jede Hochkultur hatte Kalligraphie, jede Hochkultur meinte, es hat was Wichtiges, was Schönes zu schreiben oder zu erzählen. Und das sollte dann natürlich auch schön dargestellt werden und schön geschrieben, um auch ein bisschen auch Respekt aus das, was man halt zeigen möchte. Und so gesehen gab es Kalligraphie halt, also chinesische Kalligraphie ist ja auch bekannt, japanisch. Natürlich Arabisch, auch in Lateinbuchstaben, da gab es auch sehr viel Kalligraphie, wenn man jetzt auch über die Frakturschrift denkt zum Beispiel. Ja, und so gesehen ist es halt nicht so, nicht etwas eigentlich Arabisches jetzt in dem Sinne, sondern es ist halt, gab es tatsächlich in vielen Kulturen. Kommen wir zu etwas, was ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen kontrovers, und zwar der Bilderverbot, weil es ist so, die arabische Schrift, die gab es ja schon. Also irgendwann mal kam halt die Religion, also der Islam. Und als der Islam kam, es sollte ja auch eine abstrakte Religion sein. Und in der Zeit hat man auch ein bisschen die Götzenanbetung bekämpft. Und auch zusätzlich, dass es abstrakt ist und die Götzenanbetung bekämpft werden müsste oder vermieden werden sollte, besser gesagt, ja, gab es quasi so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man halt keine Menschen oder keine Lebewesen abbildet. Das war aber auch zusätzlich aus Respekt zu was quasi Gott geschaffen hat. Und das ist etwas, was nur Gott schaffen kann und nicht wir Menschen. Wie gesagt, dieses Thema ist kontrovers. Es gibt bestimmt Menschen, die meinen, dass das nicht stimmt oder manche, die würden das jetzt betonen. Aber im Großen und Ganzen brachte das quasi die arabische Kultur dazu, sich so sehr auf die Schrift zu konzentrieren und nicht auf die Bilder, die man noch benutzen muss zum Beschmücken dieser Schrift. Und so hat man dann wirklich vollen Fokus auf die Schrift gehabt
und konnte das halt erweitern, perfektionieren, verschönern zusätzlich. Deko gab es trotzdem, also das war ja nicht nur quasi einfach nur ein Wort, sondern man hat es trotzdem auch geschmückt. Hier sieht man sehr schön diese Ornamente und diese symmetrischen Muster, die die dann kreiert haben als Deko sozusagen, als Beschmückung noch zusätzlich. Dieses Thema ist halt auch ein sehr großes Thema, da würde ein Webinar darüber schon sich lohnen. Es ist eine sehr schöne Kunstform, finde ich. Und da war auch ein bisschen die Suche quasi nach der Perfektion, nach dieser Göttlichkeit da gegeben. Und dann haben die halt mit Mathe quasi die Sprache des Universums, sage ich mal so, wurde dann halt verwendet, um das komplett perfekt zu berechnen. Aber wie gesagt, das ist jetzt heute nicht unser Thema, nur dass ihr das weißt. Ja, die Schrift selber, also an sich gab es grob diese zwei Stile. Es gab den alten Kufi und die neuere dann Nasri-Schrift. Die kam dann quasi danach. Die alte Kufi, die war ein bisschen schwer und ein bisschen kantig und eckig. Und die Nasri-Schrift war dagegen halt ein bisschen leichter und ein bisschen besser abgerundet und einfach ein bisschen lockerer sozusagen geschrieben. Von beiden, also vom Kufi, aber auch vom Nasri-Schrift, gab es dann halt verschiedene Substile. Diese Substile entstanden dadurch, dass es einfach sehr viele geografische Unterschiede gab. Also die arabische Kultur hat sich ja sehr weit gestreckt. Und je nach Ort hat man halt die Schrift nochmal ein bisschen anders geschrieben. Jetzt Rukka mal sagen, wurde eher halt so in Palästina, Libanon, Syrien, da die Ecke im Maschrik geschrieben. Also sowas wie Maghrebi ist natürlich dann in Richtung Marokko. Das ist ja wieder echt ein Stück weit weg. Und ja, da entstanden halt diese verschiedenen Stile, die Substile besser gesagt. Ja, und die Kufi, also mit dem Islam, kam natürlich der Koran. Und der Koran sollte halt geschrieben sein. Und dafür hat man am Anfang die Kufi-Schrift benutzt, weil das ist ja das, was man hatte. Hier sieht man ein schönes Foto von angeblich, sage ich mal jetzt, eins der ältesten Kopien vom Koran. Und hier sieht man, dass die eckige Kufi-Schrift noch verwendet wurde. Man sieht aber auch, dass es halt tatsächlich also fast kein System drin hat, sondern es ist einmal ein bisschen leicht geschaukelt, vielleicht auch ein bisschen ungerade und so. Und das hilft halt natürlich nicht bei der Lesbarkeit, weil wenn ich das lesen kann, kann es nicht zwangsläufig mein Nachbar lesen, weil er das nicht so ganz durchblicken kann. Deswegen kam halt mit der Nasri-Schrift auch die Idee, dass man die Schrift ein bisschen systematisiert sozusagen. Und das Wort Nasri ist ja auch kein Zufall. Das Wort Nasri, also der Name Nasri kommt vom Wort Nasach. Und Nasach bedeutet auf Arabisch kopieren bzw. reproduzieren. Und das war halt der Zweck dieser Schrift. Und deswegen wurde sie auch so benannt. Die quadratische Kufi, die wurde weiterhin verwendet. Wie ihr seht, die ist ja super schön, super grafisch, super zeitlos. Könnte man sogar sagen, es ist eigentlich modern. Also das ist schon, da habe ich vollen Respekt davor. Ich finde das faszinierend. Es war aber auch klar, dass sie dann irgendwann mal damit halt nicht diese ganz langen Texten schreiben konnten. Also hat man es dann zwar noch verwendet, weil es vielleicht hübsch war als Deko, hat auch Sachen damit geschrieben, aber eher so kürzere Versen oder mal Name oder halt sowas. Und wenn ihr euch wundert, wie kann man das lesen, das wird halt spiralförmig gelesen. Ja, kommen wir dann zu den Regeln. Also wie gesagt, die Nasri-Schrift kam ja zum Arabisch, um ein bisschen die Lesbarkeit zu unterstützen, ein bisschen ein System reinzubringen. Wenn jemand im Moschrik sitzt, sollte er es genauso schreiben wie jetzt im Maghrib oder so und soll es halt genauso auch lesen können. Jetzt seht ihr hier, also wie hat man das gemacht? Links ist nochmal ein Foto von so einer Feder. Und wie ich euch halt am Anfang erzählt hatte, die Breite der Feder entscheidet quasi die Größe der Raute. Jetzt hat man aber diese Raute, weil es hat man als Maßeinheit verwendet. So hat halt quasi dann der Stift oder die Feder halt entschieden, wie groß die Maßeinheit ist.
Und die Maßeinheit wurde dann implementiert auf den ersten Buchstaben im Alphabet, das war das Aleph. Und jetzt seht ihr hier mal, sagen wir, sehr gut im Beispiel, da hat man mal, sagen wir, das Aleph mit drei Rauten bemessen. Und dementsprechend wusste man, okay, dann ist dann die Breite vom B oder von halt Folge, Buchstaben immer basierend auf diese drei Rauten. Und das alleine hat ja schon dann quasi ein System reingebracht. Und das hat halt alles sehr stark dafür gedient, dass man das immer wieder genau so hinbekommt, wie halt eigentlich gedacht war. Hier sieht ihr auch nochmal ganz gut die Kreise und die Rauten hier links verwendet. Sie haben ja auch, die Kalligraphen haben auch früher mit Mathematiker immer sehr eng zusammengearbeitet, weil Mathematiker konnten denen dann halt so logische Lösungen finden, sozusagen. Wie kriege ich dieselbe Rundung in immer hin? So dienten halt dann diese Kreise dafür, dass man das quasi immer wieder ungefähr auf denselben Proportionen hinbekommt. Ja, abkehren von den Regeln. Künstler sind halt bekannt natürlich dafür, dass man mit Regeln und so eigentlich nicht so gut zurechtkommt, beziehungsweise man möchte, wenn man eine Regel hat, dann möchte man sie brechen. Das ist so der Klassiker beim Künstler. Das ist auch gesund, das ist auch gut so. Und so war das halt auch genauso in der arabischen Kalligraphie. Man hat aber trotzdem vollen Respekt gehabt zu das, was man geschaffen hat. Diese Perfektion quasi, diese Schrift, die man nicht mehr biegen kann, nicht mehr verändern kann, nicht mehr sogar verbessern kann. Und so hat man sich quasi halt immer damit beschmückt. Aber das war halt trotzdem für die Künstler so leicht einengend, dass die da immer in diesem gewissen Spielraum sich nur bewegen können. Und so, es hat halt wirklich sehr lange gedauert von der Entstehung der Schrift bis circa so in den 50er Jahren. Da fing das halt an, dass die Künstler, wie gesagt, sie wollten halt die Ästhetik beibehalten, aber sie wollten sich ein bisschen befreien. Und da war halt dann im Prinzip das Leichteste, die leichteste Art, sich davon zu befreien, von den alten Regeln, ist zumindest das von der Religion abzukoppeln. So hat man dann quasi nicht mehr religiöse Sachen geschrieben, aber in derselben Form hat man dann quasi der Name von der Mutter oder von der Nachbarin oder die Liebhaberin oder was auch immer. Oder einen schönen Tag wünschen an den Menschen, aber das halt in derselben Ästhetik wieder wie früher die Kalligraphie, aber halt für die religiösen Versen oder Sprüche oder so verwendet wurde. Nicht nur, dass man halt auch nicht religiöse Sachen geschrieben hat, sondern teilweise wurde die Kalligraphie jetzt abstrakt und abstrakt in dem Sinne, dass man teilweise dann nichts mehr geschrieben hat. Also es ging um die Ästhetik für eine Zeit lang mit dem Inhalt, der religiös war. Dann hat man sich von dem Religiösen abgekoppelt und irgendwann mal auch komplett abgekoppelt von etwas Geschriebenes, also von der Botschaft sozusagen. Und dadurch wurde sie halt abstrakt sozusagen. Ja, kommen wir zu den Materialien. Natürlich gehört Tinte immer dazu. Dann sehen wir hier nochmal die Bambusfedern, die die dann selber geschlitzt haben. Ja, und halt wie natürlich die Schrift sich weiterentwickelt und alles Mögliche. So haben sich halt die Materialien halt auch weiterentwickelt. Die Bambusfeder oder Rohrfeder genannt. Die kann man in Tinte tunken und dann kann man einen Strich ziehen. Nicht aber viel mehr, weil für den nächsten Strich musste man dann wieder tunken. Es bleibt halt ein bisschen Farbe dran, aber da ist halt kein Ort, wo es sich speichert oder so. Danach kamen halt die Plakatfedern. Das seht ihr dann hier rechts von dem Rohrfedern. Das ist auch, was ich benutze. Da ist halt der Vorteil, es ist aus Metall. Metall bedeutet, ich kann sehr lange immer mit derselben Feder schreiben und die bleibt trotzdem gestochen scharf. Die Kanten bleiben scharf, es franzt sich nicht und so. Der Vorteil auch war, dass diese, beziehungsweise ist immer noch, dass diese Plakatfedern, die haben halt so eine kleine Wölbung von unten. Und wenn ich dann tunke, ist die Wölbung, die ist quasi dient als Reservoir und saugt quasi die ein bisschen Farbe ein. Und wenn ich dann schreibe, kann ich halt mehr als nur einen Zug machen. Ich kann mehrere Züge machen und dann merke ich, oh, die Tinte wird langsam ein bisschen heller oder halt weniger.
und dann kann ich nochmal tunken. Bei jedes Mal tunken verliert man ein bisschen Zeit. Und deswegen muss ich auch sagen, also heutzutage gibt es natürlich Stifte, da muss man nicht mal sich quälen mit sowas wie einer Feder und immer wieder eintunken. Ein Stift ist natürlich perfekt, da kann ich unendlich, bis der Stift zu Ende ist, loslegen, schreiben, damit bin ich schneller. Die Gefahr, dass ich irgendwo tropfe oder so, ist natürlich auch damit so gut wie weg. Und ja, es im Prinzip aber alles dasselbe. Es ist immer die Idee, dass ich eine Kante habe und diese feste Kante macht mir diesen Effekt zwischen dick und dünn und der Winkel ist mein Spielraum. Das ist egal, in welchem Material ich jetzt verwende, das Prinzip ist immer dasselbe. Ja, hier ein paar Beispiele von abstrakter Kalligrafie. Das ist jetzt meine Arbeit. Und abstrakt wieder, weil, wie ihr seht, also wenn ihr Arabisch lesen könnt oder halt nicht, aber wenn ihr das könnt, werdet ihr merken, hier ist nichts geschrieben. Da ist kein Wort, da ist keine Botschaft. Man möchte damit einfach nur diese Ästhetik weitergeben. Man möchte damit zeigen, es ist immer noch basierend auf diese alten, die Ästhetik halt einfach. Aber ich muss mir nicht Sorgen machen, was da geschrieben ist. Passt das zu mir, passt das nicht? Ich kann das trotzdem genießen, ohne mir diese Gedanken zu haben. Natürlich sieht man ab und zu mal vielleicht einen flatternden Buchstaben, bedeutet aber trotzdem nicht, dass ich eine Aussage quasi damit treffe. Ja, kommen wir ein bisschen mehr ins Heute sozusagen. Heutzutage ist alles ein bisschen leichter geworden, als der PC kam, hat er natürlich eine ganze Welt mitgebracht an Möglichkeiten und was alles so ist. Und das Schöne dabei ist, man kann alles natürlich einscannen und digitalisieren. Und genauso habe ich das, jetzt seht ihr hier ein Beispiel, da habe ich Al-Hayat al-Halwa, also das schöne Leben, geschrieben. Erstmal ganz klein mit so einem Füllerstift. Ihr seht auch die Feder von einem Füller. Die ist auch wieder so eine klare Kante, so eine scharfe Kante. Ist aber nur so 2,5 mm breit. Das bedeutet, das Bild, was ich gemalt habe, ist eigentlich nur so ungefähr so klein. In der Mitte seht ihr, wie es dann aussehen wird, wenn ich das dann eingescannt habe. Ihr seht, es ist alles so leicht schräg, nicht alles so 100% gerade, ein paar Flecken hier, Flecken da. Und dann kann ich das, nachdem ich das eingescannt habe, digital am Computer nachbauen. Wenn ich das nachbaue, da kann ich mich dann quasi komplett auf die Stärken eines Rechners beruhen und etwas ganz hart, knallhart gerade berechnen sozusagen. Ich kann Sachen verschieben, ich kann Sachen färben, ich kann jetzt in dem Fall halt auch eine Schattierung mit reinbringen. Ihr werdet auch sehen, der Fleck ist natürlich weg und ein paar Elementen noch dazugebracht, manches vielleicht auch wieder weggenommen, aber so hat man ein bisschen mehr Spielraum zu machen. Ist ein bisschen so fachwortmäßig, aber ich sage nochmal, vektorisieren, wenn es euch was sagt. Da ist wieder das Schöne am Computer, dass ich mit so einer ganz kleinen Skizze oder Zeichnung, die ich gemacht habe, kann ich dann als Vektor nachbauen am Computer und dann kann ich das so groß wie ich will eigentlich ziehen, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Ja, hier nochmal ein bisschen mehr Digital Art und Pixel Art. Hier ist PC, also heutzutage auch am iPad ist es sehr gut machbar. Hier kann man im Prinzip wieder auch eine Feder nehmen, die es auch gerade ist, wieder derselbe Sinn dahinter, nur dass die Feder halt digital ist natürlich und man keine Tropfen hat. Bei Pixel Art funktioniert das genauso. Pixel Art basiert halt auf einem Quadrat und deswegen wollte ich das hier auch zeigen, weil es ist super spannend. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich würde es jedem empfehlen. Mit Pixel Art kann man sehr gut quadratische Kufis machen. So, da wir jetzt immer noch im Heute sind und digital, müssen wir natürlich über Logos ein bisschen sprechen. Ihr seht hier einfach ein paar bekannte Logos, nur damit ihr seht, dass die Kalligrafie im Prinzip ja immer noch bis heute noch verwendet wird und bis heute auch top aktuell nutzbar ist. Also die Botschaft kommt drüber, es ist optisch sehr hübsch und es kann halt sehr modern wirken, trotz allem. Hier wurden die Logos höchstwahrscheinlich vorher auch mit einer Skizze gemacht und dann vielleicht eingescannt nachgebaut.
Ja, hier ein bisschen Arbeit, die nicht von mir ist. Das ist jetzt die Arbeit von Tarek Adrisi, das Studio Tarek Adrisi aus Holland. Und hier sind ein paar Poster-Design-Beispiele. Und er hat halt hier sehr viele kalligraphische Elemente. Digital mal wieder, das sieht man, das erkennt man an diese Kanten, die halt so super scharf sind. Und die Spielereien mit den Farben und so. Ja, hier ist auch, das ist nur ganz kurz, nur so als Anregung sozusagen, damit ihr vielleicht ein bisschen auf neue Ideen kommt. Was man mit der Kalligrafie macht, ich persönlich habe einmal dieses Muster hier eingescannt, beziehungsweise das Bild eingescannt von der Kalligrafie und habe daraus ein Rapportmuster gemacht. Rapport heißt, ich kann es unendlich groß ziehen, in der Länge ziehen. Und sowas bietet sich halt perfekt für Textildruck an. Siebdruck, Digitaldruck, das sind halt so Methoden, die wir heute verwenden können. Beim Schuh ist es so, das ist natürlich schwer zu bedrucken, also kann man es auch direkt bemalen. Also wieso nicht? Das ist ja im Prinzip wie als würde ich auf dem Papier. Nur natürlich hier ist es dann auf dem Lederschuh, da muss ich dann Lederfarbe verwenden. Das ist dann im Prinzip der große Unterschied. Ja, jetzt sind wir wieder bei Graffiti gelandet, so wie es bei mir angefangen hat. Das Anfixen zu den Buchstaben sozusagen. Graffiti ist ja eine sehr schriftbetonte Kunstform. Und so war das bei mir auch. Das war einfach mein Einstieg in der Welt der Schrift sozusagen. Und bei Graffiti ist es halt auch so, die größte Kreativität passiert dann, wenn ich entscheide, wie der Buchstabe aussehen soll. Also da ist wirklich alles, geht's alles um Buchstaben. Ähnlich aber wie Graffiti, und das war ja auch logisch, dass irgendwann mal Graffiti, so wie es bei mir passiert ist, dass das mit Kalligrafie irgendwann mal zusammenkommt, so entstand halt dieser neue Trend, Calligraffiti. Logischerweise Kalligrafie, Graffiti zusammen, Calligraffiti. Hier sieht man ein sehr gutes Beispiel von Yazan Halwani in Beirut, wie sowas aussehen würde. Er benutzt hier auch wieder eine Sprühdose. Das ist halt nämlich auch eine Ähnlichkeit, die dann Calligraffiti mit Graffiti hat, ist, dass man diese ähnlichen Materialien verwendet und Hauptsache auf der Straße wird es dann hauptsächlich bemalt und man hat halt durch Sprühdosen hat man immer dieses Tropfeneffekt und so und das verbindet Graffiti genauso, wie es halt auch Calligraffiti heutzutage zumindest verbindet. Ja, hier nochmal so ein kurzer Beispiel, wie so ein Pinsel aussieht, den man für eine Wand benutzen kann. Der ist ja recht breit und da ist dann wieder natürlich, er ist halt so breit, aber er ist natürlich so schmal von vorne. Und dieser Unterschied zwischen dem Schmalen und die Breite, umso größer der ist, umso größer ist der Effekt. Und ja, umso größer kann man auch schreiben, wenn der Buchstabe groß sein soll, da wir ja gesagt haben, wir machen das mit einem Zug, wir bauen ja nicht mehrere Elemente. Muss es dann ein bisschen größer sein, wenn die Feder entscheidet, die Raute und so weiter und so fort. Rechts davon ist eine Sprühkappe für eine Sprühdose. Es ist keine normale Sprühkappe. Das kriegt man bei Graffiti-Shops, kriegt man sowas. Da kann man die Kappe austauschen und hier, statt dass ich einen runden Fleck sprühe ich hier einen Streifen und kann mit dieser Kappe entscheiden, welcher Winkel ich gerade ansprühe. Und dann sind wir wieder genauso wie bei der Feder. Ja, man kann natürlich keinen Vortrag über Calligraffiti halten auf Arabisch, ohne El Cid zu erwähnen. El Cid ist natürlich bekannt geworden mit dem Piece hier in Kairo. Da hat er einen ganzen Viertel bemalt. Aber ich habe ihn hier reingebracht, wegen der Kunstinstallation hier rechts zu sehen in Dubai. Die ist natürlich spannend, weil man nicht nur seine abstrakte Calligraffiti an der Wand sieht, sondern man sieht die nächste Ebene, die er da eingebaut hat, und zwar die skulpturelle Ebene. Und das, finde ich, ist sehr spannend und bringt sehr viel, also neue Anregungen, finde ich, und öffnet eine ganz neue Tür sozusagen. Ja, wir sind noch bei Calligraffiti. Hier nur so ein Beispiel, wie sowas aussehen würde in der Mache. Das bin jetzt ich in Kassel. Das war so ein Festival und da sollte ich diesen runden Kreis am Boden bemalen. Das war so ungefähr 6 mal 6 Meter. Und ja, der Pinsel war zu schmal. Deswegen seht ihr hier oben rechts ein Bild von dem Pinsel, den ich verwendet habe. Und zwar, man benutzt quasi einfach zwei Pinsel, klebt die aneinander und schon funktioniert es als einen großen Pinsel. Jo, ihr wollt Kalligrafie selber machen. Ich sag's mal so,
wenn ihr kein Arabisch könnt, müsst ihr tatsächlich keine Angst davor haben. Ich habe das so gelernt und so bringe ich das halt selber auch bei meinen Workshops. Man kann eine Schrift auch als Bild betrachten. Wenn ich das als Bild betrachte, dann sehe ich erstmal natürlich, wie komplex das mit einem Zug gemacht wird und habe dann ein bisschen vielleicht Angst davor oder so, dass ich das selber nicht so hinbekomme. Aber wenn ich die Buchstaben auseinandernehme, dann sehe ich die einzelnen Striche, die verwendet wurden, um diese Form zu erzeugen. Ob die jetzt mit einem Zug gemacht wurde oder mit 3 oder mit 4 oder sogar mit 10 Züge, das weiß kein Mensch am Ende, wenn man den Buchstaben komplett geschrieben hat. Und so gesehen will ich nur sagen, dass man da nicht die große Hemmung haben soll, wenn man die Sprache jetzt nicht unbedingt kennt. Ich kann auch eine japanische Kalligrafie, könnte ich nachmalen oder schreiben, auch wenn ich eigentlich im Prinzip gar nicht weiß, was da steht. Aber ich sehe das halt als Konstrukt und ich sehe, okay, er hat einmal den Strich auf den Strich gebaut. Den einen Strich kriege ich ja hin, den anderen kriege ich auch hin. Also verbinde ich die zwei und schon habe ich quasi Japanisch geschrieben. Ist übrigens auch so, dass beim Arabisch schreibt man ja immer von rechts nach links. In dem Fall dann mit dieser Technik würde man halt auch von links nach rechts schreiben. Das ist dann nicht mehr die Begrenzung, dass ich das nach diesen Regeln, nein, es muss ja von rechts nach links, nein, muss nicht. Es sieht genau so aus, es sieht korrekt aus und man kann es sogar lesen. Auch wenn ich das selber nicht lesen kann, würde jemand, der das lesen kann, halt können. Wir sind hier angelangt zu dem besten Tipp, den ich geben kann zur Kalligrafie, ist tatsächlich wirklich üben, üben, üben. Kalligrafie ist tatsächlich nichts, was man lernt es nicht in einer halben Stunde, man lernt es nicht in einer Stunde, man lernt es auch vielleicht nicht mal in einem Jahr. Aber man wird besser in einem Jahr. Und so gibt es halt Kalligrafiemeister, die machen das ganze Leben lang nichts anderes. Und wenn man sie fragt, dann würden sie sagen, sie sind nicht zufrieden mit, was sie für eine Qualität quasi liefern. Und deswegen würden sie immer weitermachen und immer weitermachen. Und das gehört einfach dazu. Also es ist einfach eine Suche nach der Perfektion. Und die, es kann sein, dass sie nie kommt. Aber das ist halt auch, finde ich, das Spannende dran. Und ich würde euch empfehlen, ehrlich gesagt, mit kleinen Schritten anzufangen. Also wirklich einfach diese einzelnen Striche, keine großartige Schrift jetzt. Und einfach kleine Züge, kleine Schritte. Und dann kriegt man das Gefühl dafür und dann kann ich ein bisschen mehr aufeinander aufbauen. Sie können natürlich zu mir in den Workshop kommen, dann geht es alles schneller. So, aber für zu Hause geht es auch, wenn man erstmal mit so kleinen Schritten anfängt. Material ist auch nicht teuer. Ihr könnt wirklich so einen Plakatfeder, kostet unter 2 Euro. Plakatfederhalterung kostet auch so um die 2 Euro. Papier könnt ihr auch günstig anfangen. Wichtig ist nur zu achten, dass es leicht beschichtet ist. Weil wenn es nicht beschichtet ist, dann franzt die Tinte halt sehr schnell. Und das will man halt nicht haben. Und wenn es halt leicht beschichtet ist, dann fließt es halt schneller und die Farbe geht quasi nicht komplett rein, sondern ist immer ein bisschen drauf. Und ich empfehle euch auch, mit den günstigen Sachen anzufangen, tatsächlich wirklich nur auch, um die Hemmung loszuwerden. Es muss nicht, jetzt habe ich mir extra den besten Stift der Welt geholt auf das beste Papier. Und dann will man anfangen und dann fängt man nicht an, weil man meint, ach schade, so ein Papier kann ich doch nicht fürs Üben benutzen. Und diese Situation, das bringt einen zum Stottern, so kreativ gedacht oder so. Deswegen nimmt einfach am Anfang günstige Materialien, loslegen, anfangen, Fehler machen, Papier wegschmeißen, neues Papier machen. Und irgendwann mal werdet ihr merken, das ändert sich, man wird besser. Das ist jetzt schon mal sehr interessant, aber können Sie jetzt bitte langsam zum Schluss kommen? Ja, deswegen sage ich jetzt noch Tschüss und vielen Dank und danke, dass ihr alle hier dabei wart. Ich hoffe, es war irgendwie hilfreich oder ihr könnt was damit anfangen. Und ihr könnt mich gerne kontaktieren auf all diese Kanäle oder wenn ihr selber was geschrieben habt und stolz drauf seid und es zeigen wollt, natürlich super gerne. Ich würde mich sehr freuen darüber.